Willkommen zum zweiten Teil zum tropischen Regenwald und heute geht es um die Landschaftskomponente Bios. Und zum Bios gehören natürlich Pflanzen als auch Tiere und manche Tiere kennt man vielleicht schon aus dem tropischen Regenwald. Zum Beispiel dieses oder sogar dieses Tier. Du notierst in deinen Hefter Landschaftskomponente Bios und dazu nun ein paar interessante Fakten. Übernimm die folgenden Fakten in dein Heft und überlege zunächst mit. Also auf einer Fläche von einem Kilometer mal einem Kilometer, wir sagen auch ein Quadratkilometer, wie viele Tierarten schätzt du, befinden sich im tropischen Regenwald auf einem Quadratkilometer? Es sind ganze 50.000 unterschiedliche Tierarten. Eine enorme Menge, praktisch ja, schwer vorstellbar. Wie viele Insektenarten leben in einer Baumkrone? Also ein einziger Baum beherbergt 2.000 unterschiedliche Insektenarten. Wie viele unterschiedliche Baumarten gibt es auf 10 Hektar? Ein Hektar weiß man natürlich aus der Mathematik. Ein Hektar ist eine Fläche 100 Meter mal 100 Meter. Man sagt auch eigentlich ein Fußballfeld ungefähr. Also auf 10 Fußballfeldern Fläche, wie viele verschiedene Baumarten gibt es hier? Und ungefähr 700 verschiedene Baumarten. Und auf einem Quadratkilometer gibt es 500 Ameisenarten. Eine enorme Menge. Auf einem einzigen Baum 43. Es stellt sich jetzt nicht die Frage, wer die alle gezählt hat. Aber im Großen und Ganzen bleibt auf jeden Fall als Resultat, es gibt eine enorme Artenvielfalt, was den Bereich Bios angeht. Im tropischen Regenwald. Als Vergleich, das brauchst du jetzt nicht mitschreiben, mal der Vergleich zwischen Deutschland und Ecuador, also einem Land mit sehr hohem Regenwaldanteil, was die Tierarten betrifft. Und wir sehen hier Säugetiere, 94 Arten gibt es in Deutschland, in Ecuador 280. Vögel, eine riesige Menge in Ecuador, Reptilien 12. In Ecuador 345 und Amphibien, beispielsweise verschiedene Froscharten 19 in Deutschland und 350 in Ecuador. Also du hast die notiert, diese Stichpunkte plus bzw. ist gleich enorme Artenvielfalt im tropischen Regenwald. Lausche nun den Informationen, die ich dir gebe. Notiere den Grund für die Artenvielfalt. Du notierst also Grund Artenvielfalt, Doppelpunkt. Und weitere Stichpunkte, die du hörst. Das Klima mit den hohen Temperaturen und der hohen Luftfeuchtigkeit und großen Niederschlagsmengen ist die Ursache für das Artenreichtum. Im tropischen Regenwald. Obwohl nur 7% der eisfreien Landmasse der Erde vom Regenwald bedeckt sind, also 7% der Landmasse der Erde sind von Regenwald bedeckt, befinden sich hier 90% aller bekannten Tier- und Pflanzenarten. Begünstigt wird die Entstehung der vielen Arten dadurch, dass der Regenwald unterschiedliche Lebensweisen erlaubt und sich daher keine Art gegen eine andere entscheidend durchsetzen muss. Allerdings weisen viele Arten nur eine geringe Individuenzahl auf. Das bedeutet, es ist wahrscheinlicher, zwei Exemplare verschiedener Arten als zwei Exemplare derselben Art anzutreffen. Die größte Anzahl der Tierarten bilden Insekten und Spinnentiere. Es gibt auch sehr bekannte Vertreter von Tieren
des tropischen Regenwaldes, also in der Präsentation vorhin, haben wir diesen blauen Frosch gesehen. Das sind sogenannte Pfeilgiftfrösche, unglaublich giftige Reptilien, beziehungsweise Amphibien sind das. Viele Schlangenarten. Und es gibt nicht auf jedem Kontinent die gleichen Tierarten. So gibt es beispielsweise den Gorilla, den wir vorhin gesehen haben, nur in Afrika. Dafür gibt es in Südostasien dann die Orang-Utans. Und nun eine kleine interaktive Aufgabe, die natürlich jeder von euch erfüllen wird. Du gehst raus und suchst dir ein vertrocknetes Blatt. Das holst du, setzt dich an deinen Schreibtisch, betrachtet es, dieses Blatt eingehend und dann geht es im Video weiter. Also kurz Pause drücken, rausgehen, Blatt suchen, natürlich Jacke anziehen, keine Erkältung kriegen hier. Und dann setzt du dich wieder an den Schreibtisch. Ja, willkommen zurück. Und du hast natürlich ganz schnell ein prima vertrocknetes Blatt gefunden. Und die Frage, die du jetzt beantworten sollst, ist, was schätzt du, wie lange benötigt dieses Blatt bei uns hier in Deutschland, um zu verrotten? Also um anhand natürlicher Prozesse in kleine Einzelteile aufgespalten zu werden. Was schätzt du? Es wird wahrscheinlich verschiedene Zeitschätzungen geben. Zwischen ein paar Wochen und Monaten bis zu mehreren Jahren. Die richtige Antwort, also im Durchschnitt verbraucht ein Blatt bei uns circa 3 Jahre, um vollständig zu verrotten, also in seine Bestandteile zerlegt zu werden. Und dass die Nährstoffe, also die Bestandteile des Blattes, wieder anderen Pflanzen und Tieren zur Verfügung stehen. Wie sieht das Ganze jetzt im tropischen Regenwald aus? Du notierst als Zwischenüberschrift Folgendes, der kurzgeschlossene Nährstoffkreislauf. Lies dir jetzt im Buch Seite 117, Quelle M6, rechts oben durch. Wenn du das getan hast, dann geht das Video für dich weiter. Im Gegensatz zu unseren Gegenden, wo nur im Herbst die Blätter von den Bäumen fallen, gibt es im tropischen Regenwald einen ganzjährigen Blattabwurf. Also es gibt ja keine Jahreszeiten, das hatten wir in der letzten Stunde schon geklärt. Die Blätter werden ganzjährig abgeworfen. Also der Regenwald ist quasi niemals blattlos, sondern jeder Baum bzw. jedes Blatt immer zu unterschiedlichen Zeiten. Die Blätter verrotten teilweise direkt auf den umliegenden Bäumen, das heißt, die fallen gar nicht bis zum Boden und das Klima, also die hohe Luftfeuchtigkeit und die hohen Temperaturen begünstigen ein Verrotten der Blätter und beschleunigen diesen Prozess um ein Vielfaches. Wir hatten ja gesagt, 3 Jahre braucht ein Blatt bei uns ungefähr. Im tropischen Regenwald sind es 3 Monate. Am Boden werden diese Blätter durch sogenannte Mykorrhiza-Pilze zersetzt. Dazu folgt eine Erklärung gleich. Diese Pilze, hier in der Abbildung, sind zwar Pilze abgebildet, aber diese Mykorrhiza-Pilze kann man sich eher so vorstellen, du vergisst dein Schulbrot in deiner Mappe für eine gewisse Zeit, schaust dir dann dein Schulbrot an und erkennst darauf so ein weißes Geflecht oder je nachdem, welche Farbe, solche Pilze, Schimmelpilze könnte man bei uns sagen, also so vom Aussehen her kann man sich das vorstellen. Und diese Pilze helfen, alles Abgestorbene zu zersetzen in einer sehr kurzen Zeit, leisten die diese Arbeit. Und das Interessante ist, dass diese Mykorrhiza-Pilze mit den Baumwurzeln verbunden sind. Die Nährstoffe werden also die Pilze zersetzen die abgestorbenen Blätter. Und die Nährstoffe werden direkt wieder an die Bäume weitergegeben.
Es erfolgt keine Zwischenspeicherung der Nährstoffe im Boden. Das schaffen die gar nicht. Also nochmal in die Abbildung. Baum verliert Blatt. Blatt wird zersetzt durch Mykorrhizapilze und wird, die Nährstoffe werden direkt wieder in den Baum aufgenommen. Das heißt, die Nährstoffe gelangen gar nicht erst in den Boden. Deswegen sagt man auch kurzgeschlossener Nährstoffkreislauf, weil keine Speicherung erfolgt. Die Böden im tropischen Regenwald sind sehr alt und durch den hohen Niederschlag ausgewaschen. Das heißt, neue Nährstoffe kommen nicht in den Boden dazu. Insgesamt sind die durch den hohen Niederschlag ausgewaschen. Die Nährstoffe im gesamten tropischen Regenwald sind also eher in der Biomasse, also in den Bäumen, Sträuchern, Gräsern, Tieren gespeichert. Also alle Nährstoffe, die sich dort befinden, sind quasi in lebenden Organismen und sind nicht im Boden gespeichert. Dieses Tafelbild bitte übernehmen. Die Abbildung als Skizze reicht. Es müssen jetzt nicht die schönsten Bäume der Welt sein. Wenn du das getan hast, hier nochmal ein Bild. So kann man sich die Mykorrhizapilze vorstellen. Also sehen natürlich nicht aus wie ein Pilz, gehören aber dazu. Und wenn du das letzte Tafelbild übernommen hast, dann nimmst du dir das Arbeitsblatt vor. Wenn du es ausdrucken kannst, druckst du es aus und versuchst, die Lücken auszufüllen. Ansonsten schreibst du die Sätze ab und füllst auch die Lücken aus. Wenn du das getan hast, schreib in das Forum deine Lösung, und zwar wie folgt. Du schreibst untereinander 1 bis 14 und dann schreibst du dahinter 1 bedeutet erste Lücke, was du da eingetragen hast, 2 bedeutet zweite Lücke, was du dort eingetragen hast und so weiter. Dann kann ich sehen, was dort eingetragen wurde. Also fülle das Arbeitsblatt aus und notiere dann im Forum, was du dort eingetragen hast. Ich schaue mir das dann an. Ja, und mit diesen ganzen Infos im Gepäck werden wir hier gleich nochmal eine Abstimmung machen, gedanklich. Ich hatte ja gefragt, der Boden im tropischen Regenwald ist der fruchtbarste der Welt. Der ist stark fruchtbar, so fruchtbar wie hier in Benau oder wenig fruchtbar. Die geschätzten Antworten waren hier 20550. Und wenn ich jetzt eine Abstimmung machen würde, gehe ich stark davon aus, dass jetzt das Abstimmungsergebnis ungefähr so aussieht. Der Boden ist tatsächlich wenig fruchtbar. Die Nährstoffe sind alle nicht im Boden gespeichert, sondern in den Bäumen, in den Tieren. Und deswegen Antwort D. Das war's für heute. Wir sehen uns und hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut!